30 Franken für einen Veloschlauch? Der geht doch sicher gar kaputt. Oder doch auf Tubeless umrüsten? Diese Frage beantworten wir dir heute und wir zeigen dir, wie du einen TPU-Schlauch richtig reparieren kannst und welche Fehler das man machen könnte. Wahrscheinlich allen bekannt ist der klassische Butylschlauch, der schwarze Schlauch, so wie man auch seit Jahrzehnten schon kennt. Ich habe euch hier ein Modell für einen 28 Zoll Reifen mitgebracht von Schwalbe. Und seit ein paar Jahren auf dem Markt etwas etabliert, haben sich die sogenannten TPU-Schläuche, auch hier ein Modell von Schwalbe, der Aerotan. Und man sieht es auf den ersten Blick, also es ist ein sehr großer Unterschied, zum einen bezüglich Gewicht, aber auch bezüglich dem Packvolumen. Und das macht die TPU-Schläuche sehr interessant, gerade wenn es um Gewichtsersparnis geht. Ja, jetzt die Frage ist, funktionieren die überhaupt? Macht es Sinn, dass man dreimal mehr Geld zahlt für so einen TPU-Schlauch? Und dazu hat das Mountainbike-Magazin sehr einen spannenden Bericht rausgebracht. Sie haben einen grossen Vergleich gemacht, wo sie geschaut haben, wie sich die Durchschlagsfestigkeit und auch die Stichfestigkeit von so einem TPU-Schlauch gegenüber einem Butylschlauch verhalten. Dabei ist herausgekommen, dass es eben bei einem TPU-Schlauch mehr Kraft braucht, um einen spitzen Gegenstand durchzustechen, verglichen mit einem klassischen Butylschlauch. Also kurz gesagt, wenn ihr über Dornen fahrt, habt ihr theoretisch sogar einen höheren Pannenschutz mit einem TPU-Schlauch, der nur das halbe Gewicht oder teilweise sogar nur ein Drittel vom Gewicht hat, verglichen mit einem klassischen Butylschlauch. Ist also ein klarer Pluspunkt für den TPU-Schlauch. Thema Rollwiderstand ist ebenfalls vielen Leuten wichtig oder wird heiß diskutiert. Da ist es so, je mehr Gewicht im Reifen ist, desto mehr Material muss sich verformen beim Fahren, also bei jedem Abrollvorgang. Bedeutet kurz gesagt, je schwerer der Schlauch oder je schwerer das, was im Reifen drin ist, desto mehr Rollwiderstand. Also auch da ein Pluspunkt für TPU. Jetzt zeige ich euch, was es beim Reparieren zu beachten gibt. Kommt doch ein bisschen näher, dann zeige ich euch als erstes mal die klassischen Reparatur-Flicksets, die ihr schon kennt, die ihr wahrscheinlich auch schon daheim habt. Wahrscheinlich bei allen daheim irgendwo noch in einer Schachtel oder vielleicht sogar im Bike-Rucksack dabei, ist so ein Flickset, bestehend aus den verschiedenen Patches, einem Schmirgelpapier und so einer Vulkanisierlösung. Oder ebenfalls sehr verbreitet und beliebt sind die selbstklebenden Patches. Ja, die Frage ist jetzt, können wir mit dem arbeiten? Antwort ist ganz einfach. Vulkanisierlösung? Nein. Selbstklebende Patches? Ja. Der Grund ist, TPU-Schläuche sind aus einem anderen Kunststofftyp wie die klassischen Butylschläuche. Das bedeutet, wenn ihr mit einer Vulkanisierlösung arbeitet, hebt der Patch überhaupt nicht. Als Alternative zu diesen selbstklebenden Patches habt ihr auch die Möglichkeit von Tubolito, das Set zu verwenden, wo auch eine Tube mit dabei ist. Das zeige ich euch jetzt gerade. Und in dem Set ist eben das Spezielle, dass die Tube nicht eine Vulkanisierlösung ist, sondern im Prinzip eine Art Sekundenkleber. Also mit dem Kleber könnt ihr sehr gut TPU, aber auch andere weiche oder elastische thermoplastische Kunststoffe kleben. Wir verwenden jetzt mal die selbstklebenden Patches. Dazu ein ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle. Die Stelle, wo ihr kleben wollt, als erstes entfetten. In dem Fall nehme ich einfach ein bisschen Bremsreiniger. Ihr könnt auch ein Oberflächendesinfektionsmittel nehmen oder ein bisschen Ethanol, Aceton, einfach ein Lösungsmittel, das nicht rückfettend ist. Also ein Händedesinfektionsmittel besser nicht nehmen, weil das ist meistens rückfettend. Das heisst, das hat noch etwas drin, wo nachher wieder die Klebeverbindung schwächt. Gut, nach dem Entfetten nehme ich also einen Patch, dann auf die entsprechende Stelle kleben, wie man das halt kennt, gut und fest andrücken und man sagt ca. 1 Minute lang drücken, bevor man den Schlauch wieder verwendet. Die häufigsten beiden Fehler, die ihr machen könnt, habe ich also euch jetzt bereits gezeigt. Fehler Nummer 1, wenn ihr die falsche Klebemasse verwendet, also wenn ihr Vulkanisierlösung verwendet, anstatt einer speziell für TPU-Schläuche vorbereitete Klebepaste. Fehler Nummer 2, wenn ihr euren Schlauch aufrauet, anstatt ihn zu entfetten. Der dritte häufigste Fehler, der passiert ist, wenn man zum Beispiel das Loch eruieren will, wo das ist,
oder allgemein sind Schlauch vorbereitet für die Montage und man lässt zu viel Luft rein. Wenn ihr pumpet und pumpet, passiert irgendwann der Punkt, wo euch der Schlauch an einer Stelle reißt. Also wenn ihr so etwas mit einem Butylschlauch macht, dann kann sich der auch fast beliebig gross ausdehnen. Wenn ihr das hingegen mit einem TPU-Schlauch macht, wie ihr seht, ist das sehr schnell leider 30 Franken futsch. Das heisst, ganz wichtig zu beachten, wenn ihr euren Schlauch zum ersten Mal montiert oder eben auch wenn ihr einen geflickten Schlauch nachher wieder einbaut, tun dann nur etwa bis 0,3 Bar maximal pumpen. Das ist die Vorgabe, die Schwalbe macht. Kurz gesagt, wenn er einfach seine Form überkommt, ohne dass er sich zu stark aufgeblasen hat. In dem Zustand montieren, dann sind wir auf der sicheren Seite. Für wen ist jetzt also ein TPU-Schlauch die richtige Wahl? Wir von VeloPlus empfehlen diesen Typ von Schlauch, vor allem für Rennvelofahrer und Gravelfahrer, weil dort die Fahrzeuge von dem TPU-Schlauch sich am besten ausspielen lassen. Das heisst, wir haben ein geringes Gewicht, wir haben einen geringen Rollwiderstand und wir haben einen sehr guten Pannenschutz bei Einstich. Für Mountainbiker, die nur gelegentlich fahren, ist ein TPU-Schlauch sicher auch eine gute Wahl. Dort könnte man aber sich auch die Frage stellen, ob das kleine Pluspunkt vom Gewicht eine Rolle spielt oder ob man nicht einfach auf einem klassischen Butylschlauch bleibt. Für Mountainbiker, die öfters unterwegs sind, gerade in der Sommersaison, ist unsere Empfehlung ganz klar, sich Tubeless anzuschauen. Weil bei Tubeless haben wir praktisch alle Fahrzeuge mit einem System, mit dem einzigen Nachteil, dass ihr alle paar Monate euch um das kümmern müsst. Ich hoffe sehr, dass euch das Video geholfen hat bei der Entscheidung und euch auch die wichtigsten Sachen beim Reparieren von TPU-Schlauch aufgezeigt hat. Ich wünsche euch weiterhin gute Fahrt und würde mich freuen, euch bald in einem VeloPlus-Laden begrüßen zu dürfen.